Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Das Video, jeder, der das gesehen hat, wo ich gesagt habe, der Mensch ist die größte Drecksau. Dazu stehe ich auch heute weiterhin. Schaut euch einfach mal an, was hier heute angespült wird. Weiter da hinten kann man es einfach noch besser sehen. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall nicht normal. Ja. Überall, wo sich die Wellen so ein bisschen brechen, haben wir Schaum. Warum ist einfach deswegen? Keine Ahnung. Ja. Es versuchen ja immer wieder Kanäle, irgendwelche Scheißvideos gegen mich zu machen oder gegen uns. Das sind ja nur mittlerweile mehrere. Leute, merkt ihr nicht, dass ihr überhaupt keine Chance habt? Oh, wir haben 26 Grad. Die Sonne ballert richtig angenehm. Jetzt gibt es erstmal ein kleines Frühstück. Ein bisschen Sand aus den Schuhen schütten. Ja. Ach ja. Oh Leute. Nochmal ein Blick von weit hinten. Ist echt schade. Na. Aber irgendwie wurde gesagt, dass in Antalya wieder irgendwelche, oder zumindest Richtung Antalya, irgendwelche Chemikalien ins Meer geleitet worden sind. Also auch darauf steht hier mittlerweile, das ist Umweltverschmutzung in Reinkultur, und auch darauf stehen mittlerweile richtig dicke, fette Strafen, Leute. Da hinten ist unsere, meine heißgeliebte Burg. Ja, wir haben Sonntag, es ist Muttertag. Schönen Muttertag an alle Mamis da draußen natürlich. Und gönnt euch einfach mal ein bisschen Frühstück. Scheißegal, Leute, ich habe Urlaub, da darf ich das mal. Ja. Achso, jetzt kamen übrigens die Fragen auf, dass... Oh, danke schön, du bist ja wie eine Mutter ohne Brust zu mir. Naja, so langsam. Hey, ich wurde gefragt, ob es hier Shisha gibt. Also ich habe jetzt zumindest welche gesehen. Und zwar gibt es die an der Bar bei dem Orangensaftmann. Also der hat auch Eis und so. Und, ne? Aber der verkauft eben auch Orangensaft. Und er hat auch Shishas da. Genau. So, wir machen das mal frühshoppen und lassen es uns schmecken. So, mein Lieben, also das Gelumpe auf dem Meer, dieser Schaum, die haben wohl heute hier die Straßen gereinigt. Auch mit Waschmittel und so weiter und so fort. Und der Schaum ist das Endprodukt von dem, was wohl ins Meer reingegangen ist. Ja, die Straßenabwasser läuft hier leider ins Meer. Und sieht das hier auch so aus, ja, da fliegt sogar noch so eine Schaumwolke. Seht ihr die? Ja, die hängt in der Luft. Das ist keine Tüte oder so. Also der Wind trägt jetzt hier tatsächlich ab. Stück für Stück hier. Das sieht aus wie so eine, wie heißt diese Laterne, die so in der DDR damals losgelassen haben, die in der DDR hier. Ach, wie heißen die denn? Kann man eine Karte unten dranhängen und sich was wünschen. Ja. Guckt euch mal die Arsche an. Ja, und ich bin zingelig, darf das. Ach, da ist er wieder. Ich Flying Aldi-Tüte da oben. Wo haben wir sie denn da? Ah, ab in eine Palme. Ja, leider. Das ist leider so mit dem... Mit dem Umweltschutz. Ja. Das ist halt der kürzeste Weg hier, ne? Von der Straße. Ihr seht das hier hinter uns. Ein bisschen mehr. Ja, aber es soll die nächsten Tage weg sein. Also ich denke mal, es ist biologisch abbaubar, das Zeug. Wollen wir hoffen, also ich war im Wasser drin. Ich bin jetzt rieche April frisch. Und
Die ganzen Muttermale sind auch alle weg. Jo, meine Lieben, es ist 16:30. Diese Schaumsache, die ich da vorhin gezeigt habe, muss ich doch alles zurücknehmen. Das sind Algen, Schaumalgen. Die kommen, eine von 1000 Sorten Algen, die es irgendwie in so einem Mittelmeer gibt oder überhaupt in so einem Meer. Und lach nicht, ist so. Ja, und deswegen. Dieser Schaum, der hält sich auch ziemlich lange. Also wir haben echt gedacht, das kommt hier, weil die Straßen gereinigt haben und so weiter. Nein, es sind Algen und ne, die sind ja jetzt immer noch da. Also jetzt über 5 Stunden hätte der Schaum eigentlich schon weg sein müssen, aber es ist so, dass das Algen sind. Jesus ist auch mit am Start. Also man sieht da hinten noch so ein bisschen von dem Gelumpe. Da. Hat schon weniger geworden. Ja, ist klar. Ist weniger geworden. Ein abgestorbene Algenkolonie. Ja. Also wieder was dazu gelernt. Tja, auch wir lernen jeden Tag dazu. Ist ja mein erster Sommer hier. Also wird wahrscheinlich auch nicht die letzte Schaumalge gewesen sein, die hier tot am Strand liegt. Tamam.